Hi Leute, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin auch wieder am Wasser. Wir haben aber heute hier einige Gäste mit dabei, worauf ich mich sehr, sehr lange gefreut habe, weil wir haben kein normales Angeln heute hier. Wir sind hier zusammengekommen, wie der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe mich ja versteigert zusammen mit dem Max für einen sehr guten Zweck, nämlich für Angler helfen Kinder, für ein Kinderhospiz in Osnabrück. Und der Khaled, ja, hat diese Auktion zu einem wirklich ganz fantastischen Preis hier ja ersteigert. Ja, also auch da nochmal vielen herzlichen Dank von uns beiden an dich, dass du so bereit warst, so viel Geld wirklich in die Hand zu nehmen, um einen tollen Tag mit uns zu verbringen. Wir beide hätten damit nie gerechnet, aber ja, wir wollen mal gucken, was der heutige Tag so bringt. Wir haben schönes Wetter, wir haben 30 Grad, die Bedingungen sind nicht optimal, aber wir wollen natürlich versuchen, dass wir den Amir und auch den Khaled zum Fisch führen. Das ist ja heute die Thematik, die wir abbilden wollen, einen tollen Tag zusammen haben und ja, uns näher kennenlernen. Und genau. Ja, alles, was heute so passiert ist, das seht ihr definitiv jetzt im Video, Leute. Bis gleich am Wasser. Ja, guten Morgen, Leute. So, wie ihr unschwer sehen könnt, wir sind wieder unterwegs heute bei Eddie. Und zwar haben wir heute eine besondere Tour. Wir haben uns heute mit dem Khaled und seinem Sohnemann getroffen, die ja bei der Auktion Angler helfen Kindern den Max, der da unten kniet, ja, und mich ersteigert haben für wahnsinnige 1200 Euro. Wirklich absolut der Hammer. Und wir lösen heute diese Auktion ein und wollen mal gucken, ob uns hier was gelingt. Und ja, ihr seid natürlich mit dabei. Und jetzt fangen wir erstmal an. Bodo ist auch dabei mit einem guiding Gast, so dass der ganze Teich heute für uns hier reserviert ist. Ich fange klassisch an mit einer Bienenmade und dann gucken wir mal, was passiert. Feuer frei. Machst du ihm mal ein paar da rein? So, und gucken wir mal, was passiert. Ja, es wird, also wir haben nicht so die besten Wetterbedingungen, ne? 27 Grad, das wird anspruchsvoll, ne? Du schmeißt dann parallel. Du schmeißt einfach, wie du willst. Ich kurbel mich schon darunter durch. Alles nee, gut. Ja, der dreht sich super. Angelst du oft mit Bienenmade? Meistens. Ja. Ein super Köder. Ja. 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 Guck mal hier, was für ein geiler Saibling. Siehst du den da? Ja, ja, sehe ich. Geil. So. Karl, ich jetzt mal empfohlen, in den Schattenbereich zu gehen. Und sich da jetzt ein paar Fische aufhalten. Mal gucken, ob wir da was erwischen. So, Spoon AD. Nicht weit, ne? Ist nicht weit. Okay, 50 Minuten von hier. Fast eine Stunde. Naja, ich normalerweise anderthalb auch, aber. Wenn,
Wenn dein Navi sich nicht immer vertun würde, meinst du? Angeblich soll er alles wissen, aber da hat er ja den Stich gelöst. Ja, ich werde jetzt mal mit Powerbait versuchen. Einen kleinen Powerbait-Dreher, das könnte vielleicht noch eine Chance sein jetzt, ne? Ein Powerbait angelst du auch, sagst du, ne? Ja, ja. Ja? Töpfst du auch Plättchen oder machst du hier gerade? Weil ich bin damit. Hier, schau, ich mach immer so zwei Farben, ja, ja, ne? Weil dann hast du immer so einen schönen Kontrast. Ich meine, dann machst du Plättchen schon fertig. Nee. Ich mach das immer aus dem Glas mit so einem kleinen Löffel raus. Ja. Damit ich das nicht unter den Fingernägeln habe, weißt du? Ja, richtig, Herr Max. Kein Geruch mehr auf die Hände, oder? Ich setze mich zu Hause hin, roll das aus mit Kuchenholz. Ne? Mach ich. Und steche ich aus. Ja. So, der letzte. Brauchst auch kein Teelöffel mehr. Ja. Das ist für die Leute, die so viel Zeit haben. Ne? Ich hab ja so viel Zeit. Ja. Ich weiß. Oh, da hatte ich einen Kontakt. Da habe ich einen Biss. Ja. Ja. Super. Oder nur über den Rücken gezogen, das kann auch sein. Ne, da ist ein Biss. Biss. Mach mit Powerbait. Ja. Ja. Aber ganz vorsichtig, siehst du das? Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig zieht er ab. Ja, mal gucken, ob wir einen geben. Jo, und klebt. So, da haben wir den ersten Fisch des Tages. Das gucken wir auf Natur oder Kunst. Muss man das mal sagen, ne? Oh, eine schöne. So, da haben wir den ersten. Danke, Papa. Wir geben uns Mühe, Khaled. Ne? Ich denke, wir haben einen kleinen Vorteil gegenüber UL. Hast du eine Kühlbox mit, Khaled? Ja? alles an Fisch nehmt ihr mit, hat der Alex gesagt. Ja, du, das gehört, hört sich so. Gehört natürlich dazu. Einfach so da rein oder hast du eine Tüte, sonst ist es so dreckig? Tüte habe ich vergessen. Ja, warte, ich habe eine. Gibst du mir mal einen Müllbeutel daraus? In der Kusche gelassen. Kein Problem, haben wir welche. Wie ist das dann? Ich bin dann später, wenn es gut. Du kannst dich ruhig auf meinen Platz stellen, ne? Alles gut. Ja, guck, dann mache ich das so. Erstmal zwei Plättchen. Nee, ich mache immer Bälle. So, ne? Dann nehme ich die beiden Bälle, lege die so aufeinander. So. Und drücke ich so ein bisschen. Dann nehme ich mir den Haken. Das hast du ja eben auch gehabt, ne? Einfach da so rein. Ne? Mhm. Und dann einfach nur ein bisschen platt drücken, dass es so praktisch in der Mitte rauskommt. Ne? Mhm. Und dann drehe ich mir das so in der Hand, ne, dass es schön auf die Schnur kommt. Mhm. Muss mittig rauskommen, sonst dreht er nicht richtig schön. Ne? Mhm. Und dann knicke ich ihn einfach nur einmal ab, je nachdem, welche Seite ich haben will. Aber wenn ich jetzt die vorne habe, knicke ich so rum. Wenn ich schwarz haben will, knicke ich so rum. Ne? Einfach abknicken, dass du hier so ein Hütchen kriegst. Mhm. Dann drehe ich das hier noch mal so ein bisschen, dass es ein bisschen rund ist. Ja, gut, ne? Ich habe das ja nicht bis zu. Dann machst du dir so eine Rille. Ja. Und jetzt versuchen wir, ob er dreht. Ja. Tut er. Und selbst wenn du ganz langsam drehst, dann, ne? Ich habe nicht geklickt mit. Und dann würde ich. Du bist jetzt relativ
flach, ne? Vielleicht mal gleich mal versuchen, dass du ein bisschen tiefer kommst mit dem Propeller. Ich denke mal, so auf einen halben Meter hatte ich den Fisch gefangen. Hab ich auch. Okay, gut. Ja, es sind relativ flach, ne? Die Fische sind alle da. Warum sind die das? Sommer. Ah! Du weißt ja, ne? Der gute Angler und so, ne? Ich meine das nicht, Bose, jetzt. Nein, überhaupt nicht. Alles 100%. Ich bin Freund von sowas. Ich mag sowas. Ja, wir beide, ne? Ja. Der Spruch ist russisch, ja? Deswegen. Ach so. Ja. Übersetzt praktisch ins Deutsche. Nur ein Köder, der im Wasser ist, fängt auch Fisch, ne? Richtig. Max, du überraschst mich heute mit deinen Weisheiten. Das ist. Du Teufelskerl bist du. Ich sag dir das. Wir kann man viele Sprüche haben. Also überleg mal, wenn wir so eine Geschichte einführen würden hier wie bei Doppelpass, neben beim Sportstudio ist das, ne? Ja. Wo du jedes Mal Geld zahlen müsstest für einen dummen Spruch. Ja, so ein Phrasenschwein meinst du? Ja. Oh, dann wäre ich arm, du. Dann wäre ich am Ende des Tages arm, glaub ich. Ja. Dann würde ich mindestens nochmal das gleiche wie den Eintritt bezahlen. Ja. Aber es gehört auch dazu, ne? Na, Alex? Ja, das ist so viel Fisch drin, das passiert. Ne, Profi bin ich, wenn ich ihn dann auch nur noch, du weißt schon. Ja, dann bist du ein richtiger Profi. Oh, da haben wir einen Biss, aber einen ganz rabiaten. Guck mal. Oh, da klebt wieder eine. Guck, da haben wir wieder einen Kandidaten. Jo. Max, darf ich mal deinen Kescher benutzen? Ach, selbstverständlich. Muss ich jetzt denn die Kamera einschalten? Kannst du auch. mach mal schnell. So, zack. Machst du mal oben einmal drauf drücken? Warte. Jetzt hat das, ne? Jetzt hat das, genau. Ja, los. Bienenmade. So, eingetütet. Oh, sehr gut. Ja. Zweiter Fisch. Siehst du? Wir sind auf der richtigen Spur, Kallet. Ja, meine Freunde. Zweiter Fisch hier für mich. Ganz vorne gehakt. Auch wieder auf Bauerbait, ne? So, pass auf, dann darfst du meine. Ja, kannst du ruhig. Ja. Ich habe noch ein paar. Nimmst du meine? Ja, da kannst du. So, wir werden jetzt Routentausch machen. Kalle will jetzt mit meiner Route weiterfischen und ich nehme eine andere. Wenn du die jetzt auf dem Haken machst. Du machst eine Bienennadel hin, dann ist das alles gleich. Kommt das vom Boden hoch. Ja? Ich zeige dir gleich dann, wie wir hier an unseren Montagen hier die Höhe verstellen können, wie hoch wir angeln wollen. Das ist dann auch ganz einfach. Ja. Was nochmal? Irgend so ein Vandale hat auch einen Fisch auf meinen Kescher bluten lassen. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Schwer. Von dir war wieder dabei. Ich kann mir keinen vorstellen, der sowas machen würde. Nee, ich auch nicht. Ja, sauber, Leute.
Kallet hat einen Biss. Ja, lass ihn ruhig ein bisschen. Dass er auch aufessen kann, ne? Ja, hat er gelassen. Hat er losgelassen? Ja, ja. Ah, schade. Ja, aber weiter. Warte. Das ist der sinkende. Ja. Aber immerhin mal okay. Die erste Reaktion, ne? Wenigstens mal ein Biss, genau. Du brauchst wieder für einen neuen Fächerstart da. Ja, ich brauchte einen. Bin ich von eurem Podium geklaut, oder? Nee. Ne, bei dem anderen, da ist der Kopf ist kaputt. Da war ich mal so blöd und hab den Kescher in der Autotür eingeklemmt. Und da war das Gewinde kaputt. Weißt du? Und ich wollte sowieso einen anderen haben, der stabiler ist, ne? Den du auch auf 3 Meter ziehen kannst, der richtig, oder auch eine Lachsforelle reinkloppen kannst, ohne dass der sich biegt, ne? Und, ich erinnere mich noch an unser Gespräch bei Hartenbeck. Alex, das ist ja ganz schön durch, ne? So. Das muss so sein. Das ist gar nicht schlecht. So, ich fand das gut. Ja. Okay, also ich wäre das ein bisschen zu instabil. Nee. Das muss so sein. Der ist schon super so. Ja, genau. Okay. Der ja, später. Max, also irgendwie war da mir ein bisschen grünständig. Also mit den ja, also man, in dem Moment wollte ich es vielleicht nicht zugeben, aber du hast echt recht gehabt, ja? Muss ich ja mal sagen. Das wird auch nicht einfach bei sowas. Naja, man, doch, also ich kann schon über meinen Schatten springen und sagen, komm, da hast du mies erzählt oder so, das habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber in dem, ich weiß auch nicht, da fand ich den Stock noch richtig geil. Hatte ich den auch nicht so lange? Sagst du denn ne? Das kann ich nicht sagen, weil der ist neu, der ist schön, der gefällt mir. Der war teuer? Ey, der war teuer. Echt, der war echt sauteuer. Teuer. Ich komme die Ecke und weiß, wie ich auf eine Eigenschaft des Geschirrschlabes hin. Ja, das ist eigentlich nicht so geil. Ja, das war so ein kleiner Tiefschlag. Aber ja. Ich habe mich ja davon erholt und habe gelernt. Ja, ich habe gelernt. Habe von deinen, aus deinen Erfahrungen gelernt und habe mir jetzt einen geholt, wie gesagt, hier der. Oh nein, die Fette ist hinter dem Sprung. Alter, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nein. Ich hab's gesehen. Die ist da hinterher. Ja, immer hier an dem Rand lang, ne? Ja. Immer am Rand lang, ne? Verdammt. Ja, und hast du jetzt so einen Poolfilter gekauft? Genau, die andere Geschichte gegangen. Ja, genau. So. Ja, das ist doch aber. Toll. Da kannst du vorne 10 Kilo reinhängen und der biegt sich nicht eine Sekunde durch. Ja, also wenn ich das nächste Mal im Steinmachtal ins Wasser falle, könnte ich mich in den Kescherkopf setzen. Nur ja. Mich, ohne dass ich der Kescher biegt, richtig rausheben. Wieder, ganz genau. Ja. Da hatte ich auch Wert drauf gelegt bei meinem Kauf. Das ist ja, richtig. Man muss so einen mit, zu erwischen. Ja, ne? Man muss mit allen Eventualitäten rechnen. Ja. Ah. Oh Mann. Ja. Hey, der Maxe. Genau da. Jawohl. Genau da geht die GoPro leer. Ja. Ich halt voll drauf, Max. Ja, genau da geht die GoPro leer. Komm mal hier hin. Ui. Petri. Sauber! Haben wir noch eine. Auf den Forest Six Match? Forest Six Match, ja. Mega! Sommergeheimwaffe. Funktioniert. Schöner Kilo-Lachs hier. Ihr seht's. Volle Pulle, super Gier. Hammermäßig! Mega! Guck hier, du wolltest noch mal gucken wegen dem Wurm, ne? Ja. Also ich habe den jetzt einfach hier so durchgezogen. Ne? Ja. Aufpassen. Schwimmen kannst du, weiß ich. Aber kriegen wir Ärger. Jetzt hast du ihn hier praktisch so drauf, ne? Ja. Dann nehme ich den Haken, dann steche ich einfach hier hinten, da wo das rauskam, kurz unten drunter, steche ich ein. So. Und dann ziehe ich in dem Wurm praktisch lang. Ziehe den auf. Ja, der hat jetzt natürlich keine Lust, ist klar, ne? Ja. So, soll dann durchkommen. Na. So,
Und dann komme ich hier vorne und es klappt wieder raus. So. Zack, so. Und jetzt nehme ich einfach. Ja, ja, sicher. So, jetzt siehst du ja, wenn du jetzt die Schnur hinnimmst und du ziehst das ganz langsam stramm, dann zack, geht er auf diesen Hakenschenkel. Siehst du, jetzt ist er fixiert. Ja. Ne? Jetzt hast du hier praktisch dieses L. Ja. Ne? Das rotiert halt so ganz komisch. Ein bisschen Bewegung, wenn genau. Ja, ja, genau. Und jetzt gucken wir mal. Wie tief erreicht das? Ja, wir können mal gucken. Ja, ich denke, es ist vielleicht. Ja. Schmeiß den einfach. Den möchte dann vielleicht. Jetzt guck mal, siehst du, wie der dreht? Wie Teufel, siehst du das? Ja, 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 ja. Habe ich auch nicht gesehen. Hier, wenn du jetzt, hier hast du natürlich jetzt Blei, ne? Das heißt, du hast auf jeden Fall diese Tiefe, hast du schon mal. Ja. Und wenn du jetzt ziehst, ganz langsam, kommt er natürlich ein Stück hoch. Ne? Also das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 1,20 Meter oder so. Ne? Bindest du selbst auf? Nächstes Mal lieber essen mit mir. Oh, da ist ein Biss, du hast ein Biss, du hast ein Biss. Ja, du hast ein Biss. Ja, super, mega. Jawohl. Jetzt haben wir einen. Lass ihn erst richtig schlucken. Lass ihn erst schlucken. Da haben wir doch einen schönen Biss, Leute. Ja, mega. Hängt? Hängt oder nicht? Ja, jawohl, prima, da haben wir doch unseren Fisch. Geilo, klasse. Klasse, klasse. Ja, ja, Petri, 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 sehr gut. Wusstest doch. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke, danke. Der gute alte Tauwurm, ich wusste doch, es funktioniert. Haha, habe ich euch doch noch zu einem Fisch geguidet. Auch wenn es bisher nur einer war. Aber wir haben noch, wir machen noch ein bisschen weiter. Es funktioniert. Ja, los, komm. Ja, ja, Alex. Ja, ja. Maxe! Mensch! Warte, schnell raus mit der Peitsche. Nein! Nein! Jetzt ist er weg! Aber der ist doch tot. Nein. Ah, nee, das der hier war der gerade. Da kann ich nicht helfen. Wenn er weg ist, ist er weg. Wenn er weg ist, ist er weg. Das war ein Saibling, ne? Oder? Ja. Ja. Hm. Wenn andere Leute bringen jetzt da so einen Spundbandköcher mit, du hast halt deinen Poolköcher halt. Ne? Ja. Das wäre auch mal ein geiler Titel. Ja. Mit dem Poolköcher auf Aal. So, oder sowas. Geil, ne? Ja. Das wäre geil. Hä? Im Zweifel, wenn es mit deinem Hauptjob jetzt nicht passiert, du kannst immer noch einen auf Pooljunge machen. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Ist aber richtig. Ich sag's mal, hast du das. Mhm. Die Flipflops hast du ja gesagt, hast du auch schon. Ja, habe ich immer dabei. Ich immer Badehose dabei. Noch? Vielleicht eine Badebuchse ist zu Hause. Und dann hast du alles. Ja. Kannst du voll das machen. Ich könnte das, ich könnte viel. Ja. Du kannst einiges, ja. Oder könntest du einiges. Ja, ja. Eine Beratung, Funk, symptombezogene und körperliche Untersuchung, der Wochenende, der Wochenende. Oh, wenn wir ja, ja. Schlag an. Schlag an. Ja, zweimal drin, zweimal drin. Hat er einen verpennt den Anschlag? Ja. Hast du? Jo, sauber! Jawohl! Da haben wir doch unseren Fisch noch. Super! Hast du? Ja. Klasse, mega. Die Tiefe haben das gemacht. Ach, komm, das und dann ging das. Warte, warte, das geht aber. Hast du gar nicht. Amir, lass den Zeit, lass den Zeit. Eine schöne Goldie. Alles gut, kein Stress.
Klasse haben wir, mega. Mega. Guck mal, läuft doch. Ich sag, das ist auch nicht viel cool. Ausprobieren, genau. Power, ne? Ja, ja. Das schmeckt. Gleich. Jetzt kommt sie. Das ist doch unser Lieblingsfisch. Die ist so stark. Jetzt aber. Ah, oh, nee. Das ist jetzt hier in der Nähe schon. Ja, ich habe ihn schon. Zack! Jawohl, super! Petri, mein Freund! Oh, mega Fisch! Guck dir den Fisch an. Ja, Armin, da hast du ja deine goldene. Wolltest du ja die ganze Zeit haben. Und, bist du glücklich? Ja, sehr. Ja, und wie hast du sie jetzt gepackt? Eine Bienenmade. Eine Bienenmade hast du drauf nur, ne? Und dann hast du zugepackt. Hast du lange für geübt, ne? Ja, ganzen Tag stand ich da und hab die probiert zu fangen. Dann am Ende des Tages habe ich sie doch gefangen. Ja, super. Petri, zu deinem tollen Fisch. Danke. Ja, da haben wir doch noch einen. Ja. Mega. Auf die tote Route. Ja, auf was hast du gefangen? Auf Maden. Auf Maden. Guck. Schön, mega. Warte. Das hat aber dein Hakelloser viel gesehen. Vorher soll ich da. Das hat er viel gesehen. Sehr gut. Schön. Ja, Leute, ein geiler Angeltag liegt hinter uns. Ja, wir haben jetzt hier Feierabend gemacht. Die Sonne ist wirklich, hat uns den ganzen Tag richtig verwöhnt. Wir haben über 30 Grad. Wir hatten, glaube ich, einen richtig geilen Angeltag hier zusammen, oder? Wie seht ihr das? Ja, hat euch gefallen? Mega. Super, perfekt. Ja, wir haben einige Fische verhaften können heute auf die unterschiedlichsten Methoden. Es war natürlich nicht einfach. Wir haben natürlich auch Hochsommer. Das ist so, aber es ist uns ein bisschen was gelungen und ich darf nochmal herzlichen Dank sagen, auch natürlich an Khaled, unseren Ersteigerer für die Aktion, hier Angler helfen Kindern. Der Erlös geht 1:1 in einen wohltätigen Zweck, in ein Kinderhospiz nach Osnabrück und da kann ich auch wirklich nochmal meinen tiefen Dank aussprechen, dass du das möglich gemacht hast, so vielen Kindern wirklich damit zu helfen und bin mega stolz, dass ich mit dir heute hier angeln durfte, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir natürlich einen schönen Tag zusammen gemacht haben und uns auch ein bisschen ausgetauscht haben, weil das gehört auch mit dazu. Ja. Oder wie habt ihr das empfunden? Das war wunderschön, schönes Wetter, Fische hatten wir gehabt. Amir, heute hat das kindliche Glück mit dabei, hat am meisten gefangen heute. Ja. Wir haben dann uns sehr gut unterhalten. Gesellschaft, sehr gute Gesellschaft gehabt, das gehört zum Angeln dazu. Das haben wir uns auch euch sehr gefreut. Unsere Erwartungen sind übertroffen. Wir sind einfach mega happy. Dann machen wir dann gerne nochmal und nochmal und nochmal. Ah, super. Ja, vielen lieben Dank, Khaled. Auch hier, Armin, super gefischt. Ja. Also wir haben alles gegeben, hatten einen rundum tollen Tag. Auch hier beim Eddie Lehmann, da gilt natürlich auch unser großer Dank, dass er uns das ermöglicht hat, uns hier zu unterstützen bei dieser ganz, ganz tollen Aktion. Also Eddie, mega Geschichte nochmal hier an dieser Stelle. Und Leute, wenn euch das gefallen hat hier, das kleine Video von der Teichwirtschaft Lehmann mit dem Khaled, mit dem Amir, mit dem Max und mit mir zugunsten eines karitativen Zweckes, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ja, lasst ein Like da, kommentiert das und sagt es vor allen Dingen weiter. Schaut auch bei Max vorbei auf seinem Kanal, weil es kommt auch auf seinem Kanal ein Video hier über den heutigen Tag. Und in dem Sinne, Leute, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß
bleibt gesund und wir sehen uns definitiv beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.